Hallo, liebe Angelfreunde, der Ewald hinter der Kamera. Ist das so? Ist heute wieder so. Moin, moin. Und wir begrüßen euch zu einem neuen Angelfilm auf Big Fish Media. Wir fahren heute hier am kleinen Fluss die Doppeltaktik. Ich habe eine Route in der Hand, die wir heute fischen. Und zwar ist das eine Grundrute. Denn wir wollen eine hier auf Grund angeln, auf einen etwas größeren Fisch vielleicht, wenn wir einen kriegen. Und der Ewald als unser Feeder-Experte, als der Michael Schlögel von Big Fish Media, der wird heute die Feederrute schwingen, damit wir wieder erstmal was fangen. Da hackt der Ewald nämlich immer drauf rum. Ich habe da mittlerweile keinen Nerv mehr für. Jedes Mal will er Maden drauf. Ich habe schon nach Mais gebracht. Deshalb kommen heute wieder Maden drauf. Ich habe auch Grundfutter dabei. Kein Mais dabei. Damit wir was fangen. Und ich habe auch was richtig Cooles zum Zeigen heute wieder dabei von unserem Shop. Das war beim letzten Mal nach 2 Stunden ausverkauft. Also ihr wolltet es haben. Und deshalb haben wir es jetzt nachordern können. Dazu aber erst später im Video. Und jetzt machen wir erstmal die Ruten parat, machen die Köder drauf und dann geht's los mit Angeln und dann alles weitere. Viel Spaß beim Film. Mit den Azubi hinter mir, also hinter der Kamera, kann man Azubi? Nicht arbeiten. Kann man echt nicht arbeiten. Wie kommst du denn jetzt darauf? Mein alter Ausbilder hat damals gesagt, Mein alter Ausbilder hat damals gesagt, wenn du es am besten haben willst, dann mach es selber. Ja, das kenne ich. So ist es. So, was ist denn jetzt? Was stimmt denn jetzt nicht? Ja, alle Maden hier verpuppt bis zu 95%. Habe ich ein bisschen hinter lange im Schuppen stehen. Ja, muss ich ja zugestehen. Ich habe Futter hier schon in den Eimer reingepackt und so was. Jetzt muss ich das noch anmischen. Und wer hat dann das Futter gedacht? Ja, ich. Du, aber ja, siehste. An Kuschelmaden ja anscheinend ja nicht, ne? Nee. Du kleiner, mach nicht so viel Wasser rein. Du kleiner Lümmel, du. Mach nicht so viel Wasser. Ich habe nur den einen Beutel dabei. Dann schicke ich dich eben Paniermehl holen. Na, haben wir jetzt keine Zeit für. Und wenn du schon es wird ja nachher dunkel. Und wenn du schon Paniermehl holen fährst. Fast. Ja, dann. Fast, dann brüng ich dir noch was mit. Dann brüngst du mir noch Mais mit. Nee, Mais lassen wir heute mal sein. Ja, das müssen wir ja, weil du ja keinen dabei hast. Genau. Naja, gucken wir mal, dass wir mal fast vorankommen. Ja, Fast Action, Slow Action. Ja, Fast Action, Slow Action in Blau-Weiß. Gregor, während du mir hier zuschaust und mich filmst, wie ich hier das Futter jetzt zusammenmische und sowas, kannst du mir ja mal zuhören. Ja, ich höre dir doch immer zu. Ja, was hast du denn jetzt? Ja, pass auf, ich habe so ein kleines Talk-Thema. Direkt zu Beginn, das muss ja aber unter der Seele brennen. Ja, nicht unter der Seele, aber wir können das ja mal kurz ansprechen und so. Und zwar haben die Leute letztens kritisiert und auch zu Recht irgendwo halt, weil das ist ja auch nicht so meine Art, dass ich zu viel Alter sage. Hey, das stimmt. Alter, krass, ey, yo und ja. Alter auf jeden Fall. Ja, Alter auf jeden Fall, das ist da hängen geblieben. Ich kann mich auch darüber rechtfertigen, warum ich das mache. Aha. Am Anfang weißt du ja, ne, da haben wir uns so ein bisschen drüber lustig gemacht. Dass ne, die anderen Alter sagen. Ja, dass die anderen, besonders die jüngeren Leute, mal so mit Alter und... Ja, ja. Und Digger ey, und so. Digger und Digi und Bruder und sowas. Brudi heißt ja, das. Ja, da haben wir uns ja so ein bisschen erstmal so ein bisschen satirenhaft so drüber lustig gemacht. Hm. Und irgendwie ist das dann in einer der letzten Filme dann so hängen geblieben bei mir. Hat sich das eingeschlichen? Ja, das bei hat dir. Sich so abgefärbt, dieses Alter. Ja. So. Aber ich versuche es jetzt rauszubekommen, ja, Alter. Ja, aber, guter Vorsatz. Ja, aber bei dir haben sie sich auch beschwert. Bei mir? Ja, habe ich auch mitbekommen. Und was gelesen. Haben sie denn gesagt? Bei dir haben sie gesagt, dass du mich immer unterbrichst. Ja, das stimmt. Ja, das muss aber? Ich, das muss ich auch sagen. Ja, ja, da gibt es aber auch einen Grund für. Ja, weil du so ein Korinthenkacker bist. Nein, einen ganz praktischen Grund, weil die meisten wissen ja, der Ewald ist ja noch nicht, also ist jetzt schon lange dabei, aber noch nicht ganz so lange. Nicht so lange wie du, Urgestein. Ja, ja. Und am Anfang... Da hast du dich immer verhaspelt beim... Ja, das ist ja normal, ne? Ja, und da musste ich ja, weil ich gemerkt habe, oh, wie der Ewald immer so schön sagt, jetzt kommt er gleich ins Schleudern, sagt er immer. Da komme ich mal ins Schleudern. Da musst du gucken, dass du ihn unterstützt jetzt. Ja. Und deshalb habe ich dir reingeredet. Das war ja nicht, um dich niederzumachen, sondern nur, um zu verhindern, dass wir die Szene noch 10-mal drehen müssen. Um mir nur die Show zu stehlen. Nein. Aber also ich werde auch ein bisschen Besserung geloben. Musst du mich mal ausreden lassen. Ja, ich habe dich jetzt ausreden lassen. Also wir versuchen das... Aber es wird sich nicht, glaube ich, nicht so verhindern lassen, wie, genauso wie dein Alter. Ja, wir schauen mal. Wenn im Eifer des Gefechts ist ja, kann. Im jetzt habe ich ihn unterbrochen. Mein Gott, jetzt lass ist jetzt dein Futter da endlich fertig? Nee, da muss doch weiter. Ich will angeln. Da muss doch 3 Stunden gemischt und gerührt werden. Alter. Nur am Motzen hier. So, Futter ist jetzt fertig. Jetzt hänge ich den Korb hier ein. Das hat hier schon mal gut angefangen mit seiner Besserung da, hinter der Kamera der Mensch da. Ich sag nichts mehr. Ja. Alter. Jedenfalls hast du schon mal einen guten Schritt gemacht. Hm. Den meine ich
Damit meine ich ja, dass du selbst reflektiert an die Sache rangegangen bist. Ja, sicher. Ja, du bist ja immer so einer. Und ohne mein Alter, also ich versuche mein Alter wegzulassen. Wie alt bist du denn jetzt? Das bleibt ein ewiges. Was macht man denn da dran jetzt? Ja, du hast, welche Option hast du denn da? Kaster oder Maden? Ich mach Maden drauf. Ja, komm, dann mach. Kaster mal. Paar müssten noch drinne sein. Ja, Paar, genau. Das ist der Punkt hier, der springende Punkt. Paar. Der springende Punkt, das hüpfende Komma, hat mein Chemielehrer immer gesagt. Ja. So, bevor ich meine Route jetzt parat mache, der Ewald, der starrt die ganze Zeit so wie ich jetzt auf die Routenspitze von der Fiederroute, weil es dippert. Das macht mich ganz nervös. Ewald, mach mal Schluss. Ich glaube, es hat sich schon eine aufgehängt. Und? Ich spüre noch nichts. Wenn, dann wird es was Kleines sein. Da muss doch was sein. Nö. Nix? Komm, ich lass Route extra draußen, damit du deine... Ja, genau. Lass die Route mal draußen, sonst bin ich die ganze Zeit abgelenkt. Gut. So, zweiter Versuch mit dem Teil, was ich euch zeigen wollte aus unserem Shop von Absolut Angeln. Wir haben vor einiger Zeit, und das passt auch hier zu unserem Film, denn wir wollen in den Abend, in die Nacht hinein angeln, haben wir eine extrem praktische und vor allem günstige Kopflampe mit einer tollen Funktion vorgestellt. Die hat der Ewald gezeigt bei seinem... Bei seinem Alone, glaube ich, Versuch mit dem Adrian, den hat er, glaube ich, gefilmt. Genau. Und die war, glaube ich, innerhalb von 2 Stunden war die ausverkauft, diese Kopflampe. Und viele haben uns geschrieben, wann habt ihr die wieder, wann habt ihr die wieder, wir wollen auch so eine haben. Und dann haben wir natürlich wie immer Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Und jetzt haben wir die Kopflampe wieder hier. Da ist sie. Und ich würde sagen, für alle Leute, die noch nicht kennen, stelle ich die jetzt noch mal vor und sag noch mal ein bisschen, was die kann, denn die ist wirklich besonders und dann noch zu einem guten Preis. Und ja, Ewald, jetzt im nächsten Schritt, da zeige ich mal, was das Ding kann. Ich hoffe, du hast mir das gut gezeigt. Ja. Von deinem letzten Versuch hier. Ja. Ich versuche das jetzt einfach mal. Viel Spaß. Im Wesentlichen besteht die Kopflampe ja nicht aus einer Lichtquelle, sondern man hat hier 2 Lichtquellen. Das ist hier dieses LED-Band und an der Seite noch mal so ein Spotlicht, hat es der Ewald, glaube ich, genannt. Dieses LED-Band ist mehr so für breites Licht, wenn man was montieren möchte oder irgendwas suchen möchte im Dunkeln. Dafür ist das. Und dieses Fokuslicht hier, das geht weiter, allerdings einen engeren Kegel. Das ist was, wenn ihr was weiter entweckt, weiter weg entfernt, dann anstrahlen möchtet und euch was genauer angucken möchtet. Also 2 Lichtquellen, das LED-Band und dieses Spotlight hier. Und ich ziehe die Lampe auch gleich mal an, damit ihr das sehen könnt. Aber jetzt erkläre ich euch noch mal, wie das funktioniert hier. Ihr habt jetzt an der Seite diese Bedieneinheit, da könnt ihr ganz einfach hier anschalten. Dann habt ihr das LED-Band hier erstmal aktiviert. Es gibt noch eine schwächere Lichtstufe. Jetzt habe ich die 2. Lichtstufe mal gedrückt durch nochmaliges Drücken hier. Ich glaube, das sieht man jetzt im Hellen nicht so extrem. Aber ihr seht, dass das Ding hier auf jeden Fall hell ist. Jetzt schalte ich das LED-Band hier wieder aus. Auch 2 Stufen. Wenn ihr lange drauf drückt, dann blinkt das Ganze. Gut, das ist für uns Angler jetzt eher uninteressant. Aber auf jeden Fall eine doppelte Lichtquelle. Die eine her für die Breite, die andere, um richtig was anzuschauen. Oder weiter weg entfernt anzuschauen. Und dann gibt es noch diesen Knopf hier mit dem WLAN-Symbol. Und das ist ja der Auslöser für so einen Sensor. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Ihr macht die Lampe an, dann aktiviert ihr hier über den Knopf daneben den Sensor. So, der ist jetzt aktiviert und jetzt kommt ein großer Vorteil von der Lampe. Wenn ihr das kennt beim Aalangeln oder beim Angeln mit Köderfisch, da habt ihr die Hände dreckig. Und wenn ihr dann an der Lampe rummachen möchtet, ausschalten, einschalten, dann saut ihr euch hier alles ein. Das ist nicht so gut und auch ein bisschen eklig. Und deshalb gibt es hier diese Sensorfunktion. Da könnt ihr nämlich hier, wenn ihr mit der Hand, wie ich es gerade gemacht habe, an dem Sensor hier an der Bedieneinheit vorbeistreicht, könnt ihr die aus- und anschalten, ohne hier euch mit der Hand oder so am Gesicht, am Kopf oder sowas rumfummeln zu müssen. Und das ist wirklich richtig cool. Aus, an. Das geht natürlich auch mit dem Spotlight. 2 Lichtquellen und der Sensor in einer Kopflampe hier vereint. Und das zu einem wirklich günstigen Kurs. Link in der Videobeschreibung. Und haut rein, wenn ihr so eine haben wollt. Und weil die wird, ich denke, die wird schnell wieder ausverkauft sein. Und ihr braucht auch keine Batterien kaufen, denn es gibt hier ein Ladeport und ein Ladekabel noch dazu. Das heißt, ihr könnt dann die Lampe
an jedem beliebigen, am Rechner oder an einem Stromstecker, wo ihr hier das USB, den USB-Port reinmacht, könnt ihr die Lampe hier aufladen, kein Problem, und müsst auch nicht mehr Batterien kaufen, die ihr dann wegschmeißen müsst. Also einmal kaufen, immer wieder aufladen, Geld sparen und eine gute Lichtquelle am Wasser haben. Jetzt geht's ans Angeln hier. Ich habe ja gesagt, Ewald fiedert, ich mache die Grundmontage hier. Fiederboom, Freilauf der Schnur läuft, also Laufbleimontage. 20 Gramm Blei habe ich hier. Jetzt habe ich mich hier selber an der Hose gehakt. Schön. Sehr schön. Und hier ein schöner Tauwurm am, was ist das? Vierer oder Zweier? Ja, Wurmhaken. Und kein Hexenwerk, ganz einfach. Hast du es geschafft? Ich habe es geschafft, ohne abzureißen. Und jetzt nächster Versuch. Probier mal. Ja. Ach, der war viel besser. Super. Hast du mir schon Platz gemacht da? Ja, hast du mir schon Platz gemacht da auf dem Rutenhalter? Und dann gucken wir mal. Also ich denke, Ewald wird heute mehr Fisch fangen, wenn wir überhaupt was fangen. Und aber ich vielleicht den größeren. Ja, ich bin ja immer Pessimist. Du bist der Optimist. Ja, du musst von meinem Stuhl runtergehen. Na komm, ich lasse dir deinen Platz. Guck mal, wie es am. Guck. Siehst du? Ich nehme mal in die Hand. Ich muss nur scharf stellen. Naja. Ich mach schon mal den Freilauf. Ja, das macht doch nicht direkt aus. Ich habe nicht ausgemacht, läuft doch. Leute sollen doch sehen, dass ich auch mal einen Biss habe. Oh, der ruppt aber rein hier. Das ist eine Güster. Na, das ist schon sehr, sehr heftig für eine Güster. Jetzt war wieder vorbei. Na, ich leg mal wieder hin hier. Komm, ich fange uns mal einen Köderfisch. Es ruppt schon wieder. Mit Maden, guck. Mit den Maden kommen wir heute nicht aus. Jetzt wieder vorbei. Immer wenn du dann drauf. Ja, da. Siehst du? Ja, ich muss die Kamera hier. Tack. Ach, das ist so herrlich beim Grundangeln. Ich bin ja mehr so der Grundangler. So Pose, das ist gar nicht so ganz meins. Wir angeln doch nicht mit Pose. Ja, eben. Und eine Dupp, aber das ist auch nichts zum Anschlagen. Jetzt mach mal Platz da, ich will mal was. Ja, aber dann bist du verantwortlich hier für den Rute. Ja, ich bin verantwortlich für den Fallschwang. Na gut, hoffentlich. So, ich glaube, einer deiner berühmten Fische haben sich auch. Meiner? Ja, gleich 10, wie beim Makrelenangeln. Da muss ich mit deiner Rute aufpassen. Ja, komm da nicht rein. Oh, der erste Fisch ist verhaftet. Ja, den verwenden wir als Köderfisch. Schon wieder? Ich fange jetzt noch ein, zwei. Ja, weil das mit den Mahnen heute nicht ausreichen wird. Machen wir gleich. Aber wir haben da auch noch die andere Rute im Feuer. Ja, Wurm. Okay. Aber irgendwann ist ja trotzdem der Köderfisch dann sind die Mahnen dann weg. Und dann? Ja. Willst du zwei Würmer fischen? Na, wenn es dunkel ist, wird es eh schwierig mit der Fiederrute. Ja. Na, du wirst das schon machen. Wir machen eine Köderfisch und eine Wurm. Ich vertraue dir da. So ist es. Ey, das ist doch meine Rute. Heul nicht rum. Oh, da war ein Barsch, der hinter dem Blei geschwommen ist. Ein Barsch? Ja, hat es einmal gemacht. Ein großer? Ich habe mich nicht gesehen. Ich habe nur das Schmatzen an der Oberfläche gesehen. Ist denn jetzt der Wurm noch dran? Ich sehe das nicht durch die Kamera. Nee. Sieht nicht so aus. Irgendein. Hast du nicht richtig aufgepasst da? Nee, hab ich nicht. Dann mach mal einen neuen Wurm dran. Ich mache jetzt einen neuen Wurm drauf. Und dann fangen wir einen Fisch. Ich verspreche es dir. Ich hoffe es. Fanggarantie spreche ich jetzt aus. Oh Gott, lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster. Hier gibt es auch kein Fenster. Ja, das stimmt. Ich schmeiß jetzt an deinem Spot mit dem Unterschied, Meter daneben oder so, weil sonst heißt es Spotgeier. Du bist ein Spotgeier, ist der ja, Unterschied. Ja, genau das ist es halt, ne? Ja, du bist ein Spotgeier. Hängst du auch im Baum? Ich kann es nicht sehen. Nee, hänge ich nicht. Aber ich bin nicht zufrieden mit dem Wurf. Nochmal neu. Hast du nicht genau auf meinen Spot geworfen? Nee, ja, genau. Und jetzt. Jetzt hängst du im Baum. Ich glaube, du hast es gehört, ne? Ja. Jetzt bin ich frei. Ah, ja, aber der Wurf ist dahin. Nee. Das schneide ich raus. Aber das hat keine Maden mehr da, bis auf nur noch Kaster. Nur noch Kaster, aber darauf habe ich keinen Bock zu fischen. Ja, und jetzt? Jetzt mache ich einen Köderfisch drauf. Guck mal, ich habe mir noch einen Köderfisch schon mal. Ja, siehst du. Das ist schon die größte Uckelei bisher. Größte Uckelei und der größte Fisch dann von heute. Ja, das ist ja nur, weil du bei den Bissen auf meine Wurmrute nicht so richtig aufpasst. Ja doch, der hat nicht mehr gedippert, ne? Also so ist es jetzt nicht, ne? Ja, auf Sekunde auf Sekunde. Ja, auf die Wurmrute, das will ich ja mal sagen hier. Ja, und auf den Köderfisch gab es auch einen Biss. Oh, das ist aber eine Brasse, oder? Was ist das? Irgendwie sowas. Oh ja, der Wurm hängt da oben noch. Na, wo ist denn der Kescher, Mann? Ich habe jetzt noch gerade noch den Bügel hier aufgemacht bei der Raubfischrute. Ach so. Ist auch da reingeschwommen. Petri, mein Lieber. Petri. Ja, schöner Brassen hier.
Ja, definitiv. Er hat auch schon ein paar Wunden, da könnte ein Kormoran gewesen sein. Ich guck mal, ob man das erkennen kann. Ja, das könnte ein Kormoran-Hacker mal gewesen sein. Ne? Ja. Aber das ist der erste gute Fisch auf den Wurm. Ich habe doch gesagt, Taubwurm, ja, das bringt es. Ich habe ja nicht widersprochen. Nee, das stimmt. Mensch, Schlag auf Schlag hier. Ja, Schlag der auf Brassen Schlag. Und dann... Ja, ich habe ja parallel den Bügel aufgemacht. Da war ja auch ein Biss drauf auf den Köderfisch. Ach so. Habe ich aber gesagt, du. Ja, ich war hier so von den Brassen fasziniert. Wo ist denn jetzt der Fisch? Ah, da. Mensch. Ui, ein Barsch. Nee. Doch. Ach, den fangen wir hier nicht so häufig. Guck mal, der ist aber so klein, den kann ich so aus dem Wasser heben. Auf toten Köderfisch. Krass. Auch ungewöhnlich. So. Da kommt der ja mini. Mensch. Da baumelt noch der Köderfisch. Auf toten Köderfisch. Den Bassgriff. Den muss ich erstmal hier scharf, ja. Es wird ja schon langsam dämmerig, da ist das nicht mehr so einfach mit dem Licht. Ja. Aber was wir heute schon, Barsch und Brasse. Ja, super. So, da ist der Köderfisch aus Vorfach gerutscht, ja, hier. Sieht aus wie beim Dropshotten hier. Ja. Aber der ist einfach hochgerutscht. Ich habe den Haken durch die Rübe gezogen. Können wir den nochmal nehmen? Theoretisch ja, aber ich will lieber neu machen. Ich bewahre mir den vorsichtshalber auf. Insgesamt 2 frische haben wir. Ja, habe ich hier auf Gregors Kameratasche gelegt. Da freue ich mich. Da liegen die ganz stinkt gut. Die ganze, stinkt der ganze Büro nachher wieder. Nee, ist ja nicht schlimm. Nee, ist ja auch nicht dein Büro. Nö. Siehste? Ach, das verweht da. So, frischer Köderfisch drauf. Und dann wieder raus. Auf Gewässergrund. Und Taubwurm ruht aber auch, ja, weil das läuft ja. Ja, die liegt ja neben dir. Ja, die muss man noch frisch machen hier. So. Ach, muss ich mir noch nach der Wurmpackung hier... Du schaffst das. Also muss man ja eigentlich, ich habe hier eigentlich meine Taubwurmrute. Ich darf mir hier immer die Finger dreckig machen. Das, was soll ich mit dem Futter sagen? Meine Hände sehen total aus, als hätte ich... Ja, Moment, du hast aber jetzt auch hier 2 Ruten, die du angeln darfst. Ich darf hier gar keine, ich darf nur den Wurm jetzt hier dran machen. Du bist der Wurmman. Ja, ja, ich darf den Wurm dran machen und dann hast du als Ausrede, dass die Rute ja auch bei dir da liegt und dass du schneller dran greifen kannst. Das stimmt, das habe ich vorhin gerade erzählt, ja. Ich habe ja schon das gehört, dass man, es gibt ja das Wort kulturelle Aneignung. Ich würde sagen, das hier mit deinen beiden Ruten hier, die du mir wegnimmst, das ist schon anglerische Aneignung. Du nenn es, wie du es willst. Darf ich die, aber du wirfst jetzt wenigstens deine Rute selber aus. Komm, ja, ich werfe meine Rute selber aus. So, wieder da, wo ich den gefangen habe. Ja, ja, ja. Spot. Ich kann ja nichts fangen, wenn du immer die Rute nimmst. Ich habe ja extra einen Meter daneben geschmissen. Ja, ja, klar. Und wieder einen Baum geschmissen. Nein, hast. Nein, krieg ich gelöst. So, ist frei. Vielleicht muss der auch erst in den Baum, damit der dann optimal am Platz liegt. Ja, und dann... Und dann reißt man die Montage ab. Dann reißt man nicht die Montage ab. Ach, wunderbar. Alles passt, alles sitzt. Herrlich. Jetzt kann man nur noch auf den Biss warten. Ja, ja, du. Ja, wir. Ewald ruhig geworden hier, ne? Nach dem Doppelschlag jetzt hier. Aber. Aber. Ich habe ja Fanggarantie ausgesprochen. Ja, das stimmt. Und du hast recht behalten, das muss ich sagen. Ja. Also, liebe Leute, Guiding könnt ihr bei mir buchen. Ja, Gregor. Auf Brassen. Ja, nee, auf alle Fischarten, die, so? Die es hier gibt. Muss ich auch bezahlen für dein Guiding heute? Heute ja. Ich mache auch einen Freundschaftspreis. Na, Alter, Gott sei Dank. So, weiß ich nicht. Ein Felddienst oder was? Nee, damit kann ich mir nichts kaufen. Immer nur kaufen, kaufen. Ja, der Kühlschrank füllt sich nicht mit Felddienst. Also ja schon, aber den kannst du schon füllen mit Felddienst. Ja, aber du weißt, was ich meine halt. Ich kann damit jetzt nicht zum Supermarkt gehen und mir davon Leib Brot holen, ne? Ja, aber für dich mache ich einen Freundschaftspreis, muss ich mir noch ordentlich durchkalkulieren und sowas. Ja, ja. Und dann wird es ja extra teuer. Ja, genau. Schlage ich noch ordentlich drauf. Du hast es ja. Ewald, hast du einen Fisch? Nein, ich habe einen Hänger, keine Sorge. Ich wollte nur ein bisschen Show machen. Denn das der Guide. Guide fängt einen Hänger. Eigentlich, aber Ewald, eigentlich angelt der Guide ja gar nicht. Weißt du ja, der Guide bringt die Leute zum Fisch, der angelt gar nicht. Der muss ja einmal vorführen. Jetzt reißt doch hier nicht alles ab. Ja, was soll ich denn anderes machen? Ich habe keinen Fiederboom mehr. Ich glaube, da kommt mit. Da ist doch ein großer Fisch. Nee, der kommt schon an die Oberfläche da. Oh, warte. Oh, ein Ast. Warte, ich glaube, man sieht es da hinten, ja. Vielleicht hängen da ein paar Gummifische. Na klar. Den kriegen wir gar nicht raus, da reißt alles ab, ich sehe schon kommen hier. Was soll ich machen? Ich kann ja schlecht ins Wasser. Ah, jetzt ist er. Up. Alles abgerissen. Aber soll ich dir was sagen? Das Blei hing da drin, weil hier... Ist schon fast dunkel eigentlich. Alles zerstört. Naja, wir machen hier alles neu. Und dann bringe ich dich zum Fisch. Montiert das der Guide oder soll ich das auch wieder machen? Nein, ich mache das für dich. Na, das ist zu freundlich. Sonst hättest du mir einen Rabatt geben müssen. Ja. Mein Guide hier hat jetzt hier neu montiert, nach seinem Abriss. Und ich mache jetzt hier das Tipplight dran, damit wir in die Dunkelheit hineinfischen können.
So, Spitze befestigt. Jetzt muss ich aber noch die Batterie bzw. den Akku holen. Den habe ich hier irgendwo verkramt. Weil jetzt wird es langsam schwierig, die Rutenspitze zu erkennen, wenn man keine Lichtquelle da dran hat. Jetzt erkennt man nicht gut. Ja. Schraube ich das Ganze wieder fest hier. So, mein lieber Herr Guide. Mensch, hast du da einen Uranstab? Oder? Ja, ja. Ich kenne doch alle die Tiplights mittlerweile. Sind echt super. So, mein Guide. Und jetzt darfst du weiter angeln hier. So richtig düster. Und jetzt kann ich euch nochmal die Kopflampe im Einsatz praktisch unter Arbeitsbedingungen zeigen. LED-Band kommt nach vorne. Ich dachte nach hinten. Leuchtet auf dem Boden hier. Man ja, man hier kann richtig erkennen. Man kann richtig erkennen hier die Würmer. Also könnte man jetzt richtig gut montieren. Musst du deinen Müll dann noch zusammen. Jetzt schalte ich das Ganze nochmal durch hier. Da seht ihr schon die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten. Jetzt der Spot. Da kann ich jetzt richtig weit hier mit sogar auf den Baum leuchten hier oder hier unten. Kann ich jetzt richtig schön auf den Busch leuchten hier. Also es geht richtig weit. Habe ich den Knopf gedrückt, den WLAN-Knopf. Es ist ja kein WLAN, aber das bedeutet den Sensor. Und jetzt ist an. Jetzt ist wieder aus. Das Ganze funktioniert auch mit dem LED, wenn ich das haben will. Wieder an. Wieder aus. Wirklich praktisch. Mit meinen dreckigen Wurmfingern hier muss ich mir jetzt nicht an den Kopf packen, sondern so jetzt wieder angemacht. Besser geht's nicht. Und jetzt muss ich was beichten. Leuchte dich mal an, du. Man sieht dich so, ja, Mensch, wie eine Gruselgeschichte. Jetzt muss ich was beichten, denn ich habe das Kameralicht nicht aufgeladen. Schön. Jetzt haben wir kein Kameralicht. Du lässt nach, Gregor. Das stimmt. Also ich werde so ein bisschen Ewald-like hier. Nee. Boah, ist das hell. Aber das Gute ist ja, wir haben unsere Kopflampe bei und die werde ich jetzt einfach nutzen. Gib mal her, ich leuchte dich mal aus. Mal ja, gucken, guck mal, ob das funktioniert. Ich leuchte ja, Menschenskinder. Klappt das? Wie das andere Kameralicht. Siehst du? Also zur Not, wenn ihr filmt, dann könnt ihr die Kopflampe auch als Kameralicht benutzen. Menschenskinder. Zur Not. Also habe ich eine gute Idee gehabt jetzt. Ja, noch, ja, so, ja, ja. Um so die Situation noch so zu retten. Hast du wirklich Glück gehabt? Ja, ja, habe ich Glück gehabt. Auf jeden Fall. Unsere Kopflampe funktioniert auch als Kameralicht. Die meisten wird es nicht interessieren. Die wollen nur ihren Köder und den Fisch anleuchten. Aber als Kameralicht geht es auch. Und das rettet uns heute schon mal, zumindest filmtechnisch, in den Abend. Und jetzt gucken wir mal, was noch geht hier. Leute, ich bin echt enttäuscht hier von meinem Guide. Oh, ich habe ja jetzt nicht gesagt, wir fangen jetzt einen Fisch halt. Ne? Ich habe ja vorher. Aber die beste Zeit jetzt hier, es ist ja gleich richtig dunkel, beste Zeit jetzt und kein Biss. Die Zeit habe ich vorhin schon gesagt, dass die beste Zeit gerade da war. Kriege ich denn dann Rabatt, wenn wir jetzt nichts mehr fangen, auf meinen geilen Preis? Ja, und du bist extra 400 Kilometer gekommen, ne? Ja, klar. Ja. Nur mit dir angeln zu können. Ja, genau. Pass mal auf, ich habe dir vorher schon gesagt, dass die beste Zeit gerade anschlägt. Manchmal ist das nochmal so, dass du mal angeln, ne? Mann. Oh, ich habe hier einen Zupfer auf der Wurmrute. Ja? Ich habe aber nur einen Mini-Zupfer gehabt. Ja, ich habe an der Kante abgelegt. Den Köderfisch auf der anderen Seite. Und den Wurm jetzt hier. Mal gucken, ob da noch gleich was kommt. Ja, ich würde sagen, wir machen noch irgendwie ein halbes Stündchen oder so. Ja, ist frisch geworden hier. Naja, und dann wird der Guide abbrechen. Nö, der Guide wird nicht abbrechen. Der Gast will abbrechen, weil er keine Lust mehr hat. Ja, ich erwarte, dass hier was kommt. Hier. Ja, dafür müssen also wir, dippert erwarte ich. Ich würde sagen, dafür müssten wir die ganze Nacht bleiben. Oh nee, das können wir nicht. Ja, das kannst du nicht. Ich kann das schon. Mm. Tja, die Gäste und ja, ihre... Ja klar, du angelst ja auch. Ich darf ja hier nur filmen. Die Gäste und die Gäste und ihre Ansprüche. Die Gäste gucken dem Guy zu, wie er angelt. So ist das hier heute. Man muss das ja zeigen. Und dann noch bezahlen dafür. Ja, ne? Genau. Ja, ja. Man muss ja erst mal zeigen. Ach so. Am nächsten Tag darfst du dann hier sitzen. Ach so, naja. Das musst du mal dem Guy sagen. Ein Tag Theorie. Und einen Tag Praxis. Also, naja. Ewald. Gregor. Alter. Ich bin dir nicht ins Wort gefallen, aber ich muss dir sagen, dein Guiding hat mich vollkommen überzeugt heute. Ja, Buchung morgen wieder, ne? Wann gehen wir morgen los, wenn es hell wird? Nein, wir gehen, ja genau, wenn es hell wird, gehen wir los. Also eigentlich könntest du eine richtige Guiding-Akademie aufmachen. Ja, bilde ich die Guides ja, von morgen die aus. Die Guides von morgen, so macht man es nicht. Na, das ist auch ein Lernfeld. Ein Lernfeld. Aber es gibt noch Lernfeld 2. Und das wäre dann der Guide angelt selbst nicht, oder? Genau. Ach so. Ja. Ja, ich würde sagen, auf der einen Seite, du hast es ja ganz gut gemacht. Wir haben ja wirklich für das Gewässer ungewöhnlichen Barsch gefangen. Und eine schöne Brasse gefangen. Und ein paar Ukeleis. Ein paar Ukeleis. Bisher hatten wir, also du hast mich schon zum, jetzt guck doch mal, du guckst immer auf die Rutenspitze, da ist das Licht weg. Echt? Ist das so? Ja, klar.
Guck mal mich an hier. Ich guck dich an. Du musst mich auch angucken, wenn ich mit dir rede. Du bist doch der schönste Mann vom Fluss. Naja. Also, jetzt hast du mich so aus dem Konzept gebracht. Ja, bist du gar nicht gewohnt. Nein, dass ich mir so Honig ums Maul geschmiert wird. Ja. Also, ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Dein Guiding hat mich überzeugt. Ja. E-Mail-Adresse blende ich Ewald, hier rein. ewald@lassdieanderenangeln.de. Ja. Und hier ist jetzt Schluss. Pack mal ein, Ewald. Ja, pack mal ein, fahren wir nach Hause. Fahren wir nach Hause. Wir wünschen euch, dass ihr einen besseren Guide habt beim Angeln. Kannst du noch deine warme Honigmilch trinken und dann ins Bett ja, gehen? Ja, wie gesagt, sucht euch einen besseren Guide als den Ewald. Ach. Und wenn ihr unterwegs seid mit Guide, das ist nicht schwierig, einen besseren Guide als den Ewald. Ach, jetzt red doch nicht red so. Red nicht so. Red nicht so, Brudi. So, Alter, dann machen wir jetzt Schluss. Ja. Und wünschen euch viel Petri Heil. Wir hoffen, dass euch der Film gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschö, tschö.